Verdammt, wo war ich? Ach ja, genau, die. Genau. Evil zog immer mehr seine Armee zur Erde ein, um gegen die Superkrieger kämpfen zu können. Letztendlich waren noch zwei Superkrieger übrig, nämlich der Anführer Acreo und Moment, wie ist er noch gleich? Sforza, genau. Sforza war noch übrig und ja, eigentlich galt Sforza als tot, weil er zusammen im Kampf zusammen mit Acreo von Evil vernichtet wurde, der sich die Sache persönlich annahm. Er dachte, er hätte beide getötet. Acreo hingegen überlebte und brach schwer verwundet zu Evil seiner Festung auf. Und Sforza kam an einen geheimen Ort, der zwischen zwei Meeren versteckt lag. Und in diesem Ort lebte einer der letzten wirklich weisen Irrdiener, nämlich Krank, genau, Meister Krank. Und ja, weil die Menschen waren aufgrund des längeren Krieges bereits, also sie hatten nicht mehr diese Dienerfähigkeiten, die waren mit Everoth eh fast verloren. Aber Meister Krank beherrschte diese Fähigkeiten noch und wollte sie Acreo beibringen, damit er ja mit der mentalen Stärke, die Superkrieger hatte, gegen Evil eingreifen konnte. Blöd war nur bei der Sache, dass er natürlich nicht viel Zeit hatte, und als Sforza merkte, dass die Entscheidungsschlacht näher rückt, machte er Druck und so ließ Meister Krank ihn schweren Herzens gehen, obwohl er sich sicher war, dass es zu früh für Sforza war und er diese Kräfte noch nicht richtig kontrollieren konnte. Aber er stimmte dem zu zur Rettung der Welt. Unterdessen war Evil zu seinem Hauptquartier zurückgekehrt und ja, von den Kämpfern, die bei ihm waren, war eigentlich nur noch Langkralle am Leben. Dieser wurde allerdings von Evil, da er einen Kampf verloren hatte, verstoßen. Er wurde übrigens aus Saramol auch zur Stange zurückgeholt, obwohl er die Monsters noch nicht ganz vernichtet hatte. Er hatte sie zwar total ausgelutscht, aber ganz vernichtet hatte er sie noch nicht. Das ist entscheidend. Sondern er hatte sie nur absolut kräftelos zurückgelassen, da er im Laufe der Zeit langsam, ja, sogar Majestor immer schwächer gemacht hat. Ja, genau. Und dann hat er Langkralle verstoßen und gegen eine, wie er nannte, besseren Rekrut seiner Rasse ersetzt, und mit einem gewaltigen Energiestrahl aus seinem Raumschiff gestoßen. Langkralle jedoch überlebte und wollte sich dies nicht gefallen lassen. Und damit sind wir wirklich beim Finale dieser Vorgeschichte, denn Acreo griff beherzt Evil an, der erstmal total erstaunt war, zu sehen, dass tatsächlich noch jemand, also dass sie das tatsächlich überlebt hat. Oh, Psychokinese, wo wir gerade von Vernichtungen zu reden. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Die Konversion brauche ich ja echt nicht, daher kriegt er einfach mal Psychokinese. Ja, dann gab es einen gewaltigen Kampf zwischen Acreo und Evil, den Acreo jedoch nicht gewinnen konnte, weil Evil einfach zu stark war. Woraufhin auch Sforza kam und angriff, und er trotz seines gewaltigen Trainings, wie Meister Krank schon sagte, zu schwach war und einfach nicht gegen ihn gewinnen konnte. Daraufhin ging es eigentlich damit weiter, dass Langkralle diesen Verrat von Evil, wie gesagt, überlebt hatte und schon ab diesem Zeitpunkt einen Hass gegen ihn spürte. Und so plante er zuerst ins Raumschiff zurückzukehren und der ihn ausgebeutet hat, zu vernichten, und anschließend Evil selbst. Sforza allerdings hatte das gleiche vor. Er wollte diesen gewaltigen Krieg endgültig beenden. Den ersten galaktischen Krieg, wie man es seit Beginn, also seit Angriff auf die Edina damals nannte. Und er schuf deswegen eine gewaltige Energiekugel, die er, ja,
was seine gesamte Energie war, die er nicht, die er durch Meister Krank erworben, aber nicht kontrollieren konnte, und bündelte sie in einem gewaltigen Angriff, welches die Energie aus sämtlichen Lebewesen riss. Und als das auftraf, das war übrigens genau der Moment, wo Langkralle zurück ins Raumschiff springen wollte, um Evil zu vernichten, als dieser auftraf, wurden alle Kontrahenten an dieser Kampfstelle weggepustet. Evil war tot, Akrio war tot, Langkralle ebenfalls und Sforza selbst auch. Er hatte praktisch einen richtigen Urknall eingesetzt, um diesen Krieg zu beenden. Und ja, Rindo, der Mensch, der praktisch durch den Ruf der Superkrieger diesen Krieg ja neutralisiert hatte, beendet hatte, wurde von den Menschen bis zu seinem Tod vergöttert und das dritte Zeitalter begann, weil Evil besaß nicht mehr die volle Macht und so wurde die Macht wieder auf das gesamte Universum verteilt. Und die Rassenstärke war sehr ebenbürtig, diese uralten Kräfte, die noch die Naurons, ihr Diener und alles hatte, verschwanden. Okay, hier kann ich nicht weiter. Wir waren hier ja schon mal, erinnert ihr euch? Diese gewaltigen Urkräfte verschwanden. Und was zurückblieb, war ja wesentlich schwächere Rassen. Allerdings, ein Soldat von Evil überlebte, der war gerade auf einer anderen Planetenmission unterwegs, nämlich King Ice. Und dieser führte die Dark Armee von Evil in kleinem Maße weiter. Und er ist ein Vorfahre von Freezer, falls euch interessiert. Also Freezer ist der Nachfahre von Evils General. Letztem. Und was man weiter noch sagen kann, dass diese Zauber immer mehr verschwanden. Das war nun also vor Dragon Ball war es 700 Jahre her. Und ja, die Rassen immer schwächer wurden in der Zeit. Und der erste aus dieser alten Zeit, der wirklich aufgetaucht ist, war der Dämon Buu in der Buu-Sage. Aber es gab noch viele, viele weitere Kämpfer, die aus dieser Zeit noch zurückkehren konnten. Und weiteres, letztes Trivia, was ich noch sagen möchte. Der Dämon Buu, nicht Dämon Buu, ey. Die Saiyajin waren eine Rasse, die davor von Evil gezüchtet wurde. Die sollten eine unglaubliche Weisheit, unglaubliche Technologie und unglaubliche Kämpfe verfügen. Er wollte praktisch Gott spielen und genauso wie die Trochees früher eine Rasse nach seinem Abbild erschaffen. Und ja, König Eis, King Eis kümmerte sich weiter um dieses Experiment und daraus entstanden die Saiyajins und die Tsufuru-Jins. In dem dritten Zeitalter, für die es interessiert. Also und daran setzt eben Dragon Ball an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, kann ich ja vielleicht, wenn mal wieder Ebbe ist, einfach mal wieder ein paar mehr Bezüge zwischen dieser Vorgeschichte und Dragon Ball darstellen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich mich verabschiede. Ich gucke erstmal auf meinen Timer, wartet kurz. Nee, 7 Minuten habe ich noch. In diesen werde ich allerdings ja nicht mehr reden, weil ich habe jetzt einfach am Stück geredet, weil es sonst anstrengend geworden wäre, auch noch auf die Zeit zu achten. Wie gesagt, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und ja, vielleicht können wir das ja nochmal machen. Sylphscope. Macht das Unsichtbare sichtbar. Oh ja. Ich sage euch, diese Musik ist die geilste in der Pokémon-Geschichte. Vielleicht die geilste in der Videospielgeschichte. Ich liebe sie einfach. Und es gab ja viele Gerüchte. Markus hat ja auch mal ein Video dazu gemacht, dass sich hier wegen Leute umgebracht haben. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, weil seitdem kriege ich auch viele Pass auf Pokémon Grün. Die alte Melodie, diese ursprüngliche Melodie, hört sich eigentlich kacke an, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber diese ist so geil und ich weiß noch, wie ich als Kind Schiss hatte. Und ich glaube, jeder hatte hier als Kind Schiss. Aber ich, keine Ahnung, stehe ich mit dem Totenreich in Verbindung? Weil es mir diese Musik nicht so auszumachen scheint? Ich weiß es nicht. Ich werde, glaube ich, im Pokémon darüber weiterreden. Auf alle Fälle, diese Musik ist geil. Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Nicht nur Team Rocket, du. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Dragosso vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Dragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Ja, ich glaube, über die Lavandia-Musik werde ich dann, wenn ich an der Route hier bin, weiterreden.
Was hast du zu sagen? Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Okay. Lavandia, die edle violette Stadt. Oh, das passt so gut. Die Stadt ist so geil, Mann. Sie ist einfach nur episch. Mögen die Szenen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden holen. Sonst wird es in Pokémon nie wieder geben, sage ich euch. Glaubst du an Geister? Jo. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Glaubst du an Geister? Nö. Haha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. What the fuck? Das wird diese kein... Es ist so, ja, creepy einfach. Was anderes trifft es einfach nicht, außer creepy. Ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während deines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Angriff, Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Also wenn man sie hier jetzt kaufen kann, wäre das Epic Fail, mein Junge. Okay, Glück gehabt. Ja, dann nach Prismania City, würde ich sagen. Und ja, die haben gar keine Pokébälle mehr, sondern nur Superbälle. Da sieht man, es sind noch die Pokébälle, die 1,5% Chance, also 1,5 mal die Chance haben, aber teurer sind. Die alten werden gar nicht mehr verkauft. Ein wenig blöd. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte Pokémon wieder Kraft geben. Ich meine, es ist ja anders jetzt als bei Tränken. Natürlich, ja, je höher die Level der Pokémon sind, desto schwieriger ist es, sie zu fangen. Da macht es schon das Sinn, härtere Bälle zu verkaufen, aber die Steigerung ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, man müsste nur Superbälle verkaufen. Natürlich ist es bei Tränken anders, weil die KP, die steigt wirklich enorm schnell. Dragossa! Tja! Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dragossa, sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Solche Schweine, ey. Deswegen müsste der Namensbewerter sein, oder? Ja. Nein! Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich den Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Yo. Warum soll ich den Spitznamen beurteilen? Ja, jetzt guck mal. Was? Geilkind? Was ist denn das für ein beschissener Name? Man spricht den Geilkind aus. Was? Geilkind? Oh Mann, Idiot. So ein Armleuchter, ey. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten und es ist die epischste Stadt der Pokémon-Geschichte. Und er hat recht! Lavandia Pokémon-Haus. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Also ich hoffe natürlich, dass jemand jetzt Depressionen hier bekommt, aber ich finde dieses Lied etwas geil. Da kann man einfach nichts gegen sagen. Dieses Lied ist so episch, diese Melodie. Quack, quack. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Was haben wir hier? Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Großartig. Sie wurden alle abgeschickt. Gut. Ich denke, mit der Route da hinten fange ich noch nicht an. Sondern ich werde jetzt auf mein Fahrrad steigen. Und dann noch das Grenzhaus hier unten begutachten, oder? Wie kann man das nennen? Also ich glaube, das ist ein Grenz- oder ein Zollhaus, aber wenn ihr einen besseren Namen dafür wisst, sagt es mir. Ich weiß, im Englischen heißt es Tollboot. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Ein Ausguck, also, da guckt man doch mal. Was haben wir hier? Meinen Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebetet. Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht länger. Okay, 39, was ist das? TM 39 ist Sternschauer. Sternschauer ist eine treffsichere Technik, die in wichtigen Kämpfen von großem Nutzen sein kann. Damals war Sternschauer noch besser als heute, denn es traf alles. Es traf sogar, wenn das Pokémon Fliegen oder Schaufel eingesetzt hat. Und in der Luft bzw. unter der Erde war. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das verändert wurde. Weil Sternschauer ist eh so bockschwach, da hätte man ihm doch diesen Vorteil lassen können. Das verstehe ich, weiß Gott nicht. Okay, der Pokémon-Turm ist tatsächlich in der Richtung, das macht Sinn. Du siehst einen angelnden Mann. Also, ihr seht, wirklich viel sehen tut man hier nicht. Aber die Idee, dass man auf diesen Ausgucken Plätze sehen kann, wo man schon war, finde ich trotzdem richtig geil. Und ich glaube, ich sollte mal weniger Fahrrad fahren, weil dabei geht immer die Routenmusik unter. Und auch die Stadtmusik, ja Mann! Wollte da. Okay, also ich zeige euch jetzt mal, was wir in den nächsten Parts machen werden. Ich mache dann hier gleich Schluss. Oh, okay. Also, wir sind jetzt hier in Lavandia. Das nächste... Ne, den Pokémon-Turm werden wir noch nicht erkunden. Erstmal gehen wir zu Runde 8. Dann, hier in der Mitte ist auf Ronia City. Da dürfen wir ja nicht vorbei, weil... Ja, da dürfen wir kein trinken. Ja, deswegen werden wir mittels Tunnelfahrt zur kürzesten Route der Pokémon-Geschichte, nämlich Route 7, gehen. Und dann sehen wir uns in Prismania City wieder, was einer der beiden Anwärter auf der Hauptstadt von Kanto ist. Zumindest in meinen Augen.
Vielleicht kann man sogar sagen, wenn man sich die Karte anschaut, dass Prismania City zentraler liegt und deswegen wirklich die Hauptstadt ist. Vielleicht beuge ich mich diesem Willen. Aber das werden wir alles im nächsten Part machen. Bis dann mit Pokémon Blau.